Persönlichkeitsentwicklung und NLP, was geht online und was geht online nicht. Das ist ein kleiner Review von den letzten 3 Jahren, was so mit den aktuellen Tools, auch mit den aktuellen technischen Möglichkeiten geht und nicht geht. Ich habe dazu schon was gemacht und das Video ist jetzt für alle, die sich überlegen, online was zu machen oder auch eher Präsenz favorisieren, um einfach abzuwägen, was sind so Vor- und Nachteile. Aber auch für all jene, die Präsenz machen und gerne mehr online machen würden als Trainer und die sich ein paar Tipps abholen, wie kann man es denn machen? Ne? Also ich werde es nur anteasern, weil sonst wird das ein 10-Stunden-Video hier, aber was so Möglichkeiten sind, wie du Dinge übersetzen kannst. Weil das ist natürlich ein Problem, wenn du, da sind wir uns einig, wenn du Präsenz machst, ein gutes Präsenztraining und du es 1:1 übersetzt in online, ist das ein schlechtes Seminar. Kann ich dir vorweg sagen, das ist definitiv ein schlechtes Seminar. Ja? Oder es war ein schlechtes Präsenzseminar, 1 von den 2. Ja? Wenn ich mein Online-Seminar, wie ich es jetzt zum Beispiel Practitioner, Master, Trainer, Coach anbiete, diese Ausbildungen, wenn ich das 1:1 auf Präsenz ummünzen würde, die Leute würden mir die Bude einrennen und sagen, spinnst du mal, das kann man jetzt so nicht machen und da haben sie recht, ja, weil das fürs Online-Setting optimiert ist und ein paar Sachen, die man online macht, die echt super sind, sind Präsenz nicht gut, ja, also das würde man nicht machen. Kommt später noch zu Beispielen. Ja, warum dieses Video? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen kleinen Schock. Ich war bei einem DVNLP Meeting und das ist ein Verband, den ich sehr schätze, ein NLP-Verband, wo ich Mitglied bin. Und da war ein NLP-Lehrtrainer, der meinte, es ist ganz klar, man kann NLP online nicht unterrichten, weil man kann online nicht ankern. Jetzt für die, die nicht wissen, was ankern ist, ganz platt, einfach dargestellt, wenn du eine bestimmte Musik hörst und immer bei dieser Musik in eine gute Stimmung kommst oder vielleicht auch traurig wirst, ja, das ist ein Anker, eine Reizreaktionskopplung. Das heißt, irgendwas, ein Reiz im Außen passiert und es verändert aber deinen Zustand, es verändert was, macht was mit dir. Und zwar nicht zufällig einmal so, sondern immer wieder, also wiederholbar. Und jetzt für den Hintergrund, damit du die Frage verstehst, weil du dich jetzt vielleicht fragst, ja, warum soll das online nicht gehen? Naja, es wird folgendermaßen unterrichtet. Bendler und Grinder haben sich gefragt, wie kann man das am einfachsten unterrichten? Und da war die Idee, man berührt das Knie. Das heißt, man bringt die Leute in einen guten Zustand, berührt das Knie, dann sind die Leute wieder im normalen Zustand und dann berührt man wieder das Knie und schaut, ob die Leute in einen guten Zustand kommen. Und das funktioniert. Ist jetzt vielleicht erstmal schwer vorstellbar. Ja, es ist schon ein bisschen mehr dahinter, als das, wie ich es jetzt hier beschreibe. Ich simplifiziere ein bisschen für die Leute, die einfach noch wenig Ideen haben von NLP. Aber simplifiziert ist es so. So, und was er eigentlich meinte, ist, man kann die Knie nicht berühren. Und das stimmt, das geht online nicht. Also zumindest, man kann sie selber nicht berühren. Ja, ja, das ist aber nicht die Essenz von Ankern. Ja, die Essenz von Ankern ist eben eine Reizreaktionskopplung. Ja, das heißt, ich mache es jetzt ganz kurz, wie geht es online? Du kannst es mit Musik machen, du kannst es mit Stimmveränderung machen, du kannst es mit Storytelling machen und du kannst es auch mit Berührung machen. In dem Fall leitest du die Berührung von anderen an. Das heißt, du bringst den in einen guten Zustand durch was auch immer, es gibt verschiedene Techniken, und dann berühren sich die Leute selber, ja, zum Beispiel hier, und ankern das für sich. Und dann macht man genau denselben Test. Probier nochmal aus. Ja, jetzt, wo du bist, greif mal hin, verändert sich was. Und das funktioniert auch und hat sogar einen höheren Praxistransfer. Also ich würde schon sagen, dass es, wenn es der Trainer macht und der eine gute Wahrnehmung hat, der das Timing besser gestalten kann, ja, weil der natürlich nicht abgelenkt ist mit ich berühre mich jetzt. Ja, also das ist schon ein kleiner Vorteil. Der Vorteil ist, wenn die Leute es selber machen, dass sie es natürlich in der Praxis verwenden und anwenden. Also die Quote derer, die jetzt sagen, sie verwenden ihre Anker, ist viel höher, als wenn ich jetzt dich irgendwo berühre. Also kurzum, es ist möglich, aber trotz der letzten 3 Jahre, und das hat mich schon ein bisschen geschockt, ist so die Idee, da war auch eine Aussage, ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung als Trainer und darum ist klar irgendwie, dass es online nicht gehen kann, so mehr oder weniger war eine andere Aussage von einem Lehrtrainer. Und da war dann irgendwie auch klar, der hat noch nie online gemacht. Ja? Der hat nur gehört davon und hat nur Präsenz gemacht. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Also wenn du den Vergleich haben willst, schau dir immer jemanden an, der online gemacht hat und Präsenz gemacht hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist das jemand, der das 40 Jahre lang Präsenz gemacht hat und jetzt einmal online probiert hat und eigentlich nicht so Lust drauf hatte? Auch so die Frage. Umgekehrt dasselbe. Wenn jetzt jemand, den gibt es nicht, aber nur online gemacht hat sein ganzes Leben lang und dann Präsenz einmal macht und sagt, das war schon anstrengend, so mit dreidimensionalen Teilnehmern. Den würdest du auch nicht ernst nehmen, oder? Wir sagen, ja, mach mal ein bisschen mehr Erfahrungen, dann wirst du schon merken, Präsenz ist richtig cool. Das heißt, hier in dem Video geht es mir so ein bisschen darum, zu demystifizieren, was geht nicht. Was sind so die 4 großen Gründe, warum Leute sagen, hey, online geht nicht und geht auch nicht, also gerade so NLP-Ausbildungen geht online nicht. Und dann möchte ich noch so auf ein paar Vorteile von online eingehen, damit jeder für sich abwägen kann, ist das was für mich oder ist das nichts. Weil viele haben die Vorstellung, auch wie diese Trainer zum Beispiel, ich habe jetzt hier Präsenz, das kennt man, das kennt jeder irgendwie, also wenn es nur ein Referat ist. Und jetzt übersetze ich das auf online, und habe aber die Übersetzungsarbeit, die der Trainer ja machen muss bei manchen Dingen, nicht geleistet und dann sage ich, es geht nicht. Und das stimmt, 1:1 übernommen geht es nicht.
Und dann sagen die Leute, nee, ich will schon lieber Präsenz. Sie haben aber noch gar nicht erlebt, wie online ist und können eigentlich deswegen, also wie es sein könnte, wenn man es gut macht. Und das, glaube ich, ist eben der Nachteil und auf das möchte ich hinaus. Ja, lass uns gleich zum Punkt kommen. Die vier Gründe, was ist Grund Nummer 1? Also Grund Nummer 1 war, naja gut, wenn man jetzt online viele Teilnehmer hat, dann können die Teilnehmer keine individuellen Fragen mehr stellen, dann ist die Qualität schlechter, dann kann man kein NLP-Zertifikat, kein DVNLP-Zertifikat hergeben. War ein Argument. Ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil wir natürlich jetzt immer fair vergleichen müssen. Wir müssen jetzt vergleichen 80 Teilnehmer online und 10 Co-Trainer, 80 Teilnehmer offline und 10 Co-Trainer. Also nicht, ich kann es nicht vergleichen, hier 80 und hier 10. Also kann ich schon auch vergleichen, hat das hier Nachteile und das hat aber auch Nachteile. Ja, man kann hat zum Beispiel sehr wenig Übungsvarianz, weil man immer mit denselben Leuten übt. Und das hier hat Vorteile und das hier hat Vorteile, ganz klar. Ja, aber wir wollen jetzt vergleichen online mit offline und nicht online mit offline und verschiedene Teilnehmerzahlen. Ja, also es könnte ja auch so sein. 10 Leute online, 80 Leute Präsenz, ja, wäre auch der Vergleich ein anderer. So, das heißt, wenn wir es jetzt gleich vergleichen, dann ist es ein Präsenzseminar und das, glaube ich, ist die Fantasie ja tatsächlich schwierig, auf alle Fragen einzugehen. Ja, da wird dann auch, werden dann auch weniger Fragen gestellt in der Regel, ja, weil wenn man gar nicht so dazu kommt. Online allerdings ist es total easy, weil es gibt einen Chat und dann kann der Teil, also der Trainer entscheiden, ob er später beantwortet. Plus, der Chat kann auch auf einer Plattform beantwortet werden. Es kostet gar keine Zeit im Seminar. Plus, und das ist, finde ich, das Allerbeste, bei mir ist es so, dass die Teilnehmer jederzeit Fragen stellen können, also auch nach dem Seminar. Das sind auch da, wo die meisten Fragen entstehen. Das heißt, die Teilnehmer lernen was. Die Teilnehmer üben das in der Peer Group. Dann sind sie schon einen Schritt tiefer und wollen jetzt was ausprobieren und haben was ausprobiert und es hat funktioniert oder nicht funktioniert und jetzt haben sie eine Frage. Und diese Fragen sind meistens deutlich besser auch oder deutlich tiefer gehend als die Fragen, die so im Unterricht entstehen. Und dann beantworte ich die direkt. Und wir hatten das, kann ich ganz klar sagen, früher schon in Präsenzkursen angeboten. Das wurde von 0,01% der Leute genutzt. Wir hatten ein Forum, die Leute konnten jederzeit Fragen stellen, es war alles da, die Leute haben es nicht genutzt. Warum? Was ist der Unterschied? Naja, online nutzt du die Tools ja sowieso und dann ist es ziemlich einfach, die Tools auch weiter zu nutzen. Ja, und dann ist es ziemlich easy. Zweites Argument, was sehr oft genannt wurde, naja, wenn man viele Teilnehmer hat oder auch generell, kann der Lehrtrainer, also überhaupt online kann man schwerer überprüfen, ob die Leute wirklich gut sind. Ja, weil online, also Präsenz, kann man das spüren, merken, sehen, ist wahrscheinlich so die Fantasie und online kann man das nicht spüren, merken, sehen. Warum auch immer. Jetzt kann ich mir vorstellen, der Grund ist folgendermaßen, dass man das Video online ausschalten kann, zum Beispiel mal. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder wenn viele Leute da sind, man kann ja nur in Anführungszeichen 49 Leute gleichzeitig sehen. Man kann nicht, man muss sich dann durchklicken für die anderen. Das werden irgendwie die Fantasien sein. Ja. Also meines Erachtens ist es auch da wieder, wie machst du es? Also du brauchst natürlich dann entsprechend viele Co-Trainer oder brauchst du nicht mal unbedingt oder du hast entsprechend gutes Testing. Ne? Also bei mir zum Beispiel gibt es nicht so eine Frage im Testing, was ist ein Anker? Weil wenn interessiert, also weißt du, das ist, wenn die Leute dann sagen, das google ich, wenn ich es brauche, ja, also das ist eine blöde Antwort, aber das ist ja keine Frage, die irgendwie testet, ob jemand irgendwas verstanden hat. Ja? Also das kann man auswendig lernen. Sondern so eine Frage wäre eher bei mir im Testing, du hast einen Coachie, der seine Masterarbeit schreibt seit 2 Jahren. Er kommt nicht wirklich voran. Er findet das Ganze sinnlos. Er möchte sich nämlich eigentlich ganz woanders. Er hat BWL studiert. Er hat gemerkt, er hat großes Interesse an Psychologie. Und er will aber die Arbeit fertig schreiben, weil er hat alles. Er hat alle Kurse. Es braucht nur diese Masterarbeit. Ja, er hat schon 10 Seiten geschrieben, aber ja, er kommt nicht weiter. Was machst du mit ihm? Das ist eine klassische Frage aus einem Practitioner. Ja? Und meine Practitioner haben erstmal so, oh, okay, und dann, okay. Was kann ich machen? Und dann ist es nicht ein Format. Man könnte zum Beispiel Anker verwenden. Wäre jetzt nicht das beste Format, ja, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Und dann merkt man schon, wie gut die Leute sind. Die sagen erstmal, na gut, ich brauche mal vorher einen Auftrag. Ja. Also da fängt schon mal an. Die Leute denken ganz anders. Nicht so, es gibt nur eine richtige Lösung, das ist es, sondern Auftrag. Jetzt, wenn es so und so wäre, dann würde ich das und das machen. Wenn es so und so wäre, würde ich das und das machen. Das ist ganz oft eine Antwort von meinen Teilnehmern. Dann sage ich, danke, die haben es verstanden. Die haben verstanden, dass NLP nicht ein primitives, wenn A dann B ist, sondern NLP kann mehr und ist was sehr Dynamisches. Und das sieht man an der Antwort. Und da kann ich sehr wohl überprüfen, auf welcher Qualität das ist. Plus, du kannst ja genauso die Testings dann im Einzelsetting machen. Das macht Stefan zum Beispiel. Stefan ist ja ganz klar, die Leute müssen zu zweit, beziehungsweise maximal zu dritt, die Prüfung machen, live. Und dann heißt halt, mach dieses oder jenes Format. Die Leute wissen auch nicht, welches Format sie vorher machen müssen. Und dann machen sie das. Ja, und dann sehe ich auch, ob die Leute das können oder nicht. Also, wenn du die Qualität überprüfen willst, das geht online mindestens genauso gut, gleich gut, anders gut. Ja. Man muss es anders machen, das stimmt natürlich. Ja.
Aber möglich ist es. Plus, die Leute haben auch ein besseres Feedback, weil sie können online mit einem Klick aufzeichnen, wenn sie das wollen. Ja? Müssen natürlich auch die Einverständnis von dem anderen holen, aber dann kann man das machen. Und theoretisch kann man, wenn man das für die Prüfung oder fürs Testing oder wenn es noch unklar ist, ob der wirklich steht, könnte man das genauso als Testing hernehmen, die Aufzeichnung von dem Format, was der durchgeführt hat. Also das ist ein Beispiel jetzt nur. Das heißt, das ist absolut möglich. Dritter Punkt, online kann es zu vielen Ablenkungen kommen. Die Konzentration, die das Setting braucht, ist nicht da. Das, glaube ich, kommt von dieser Fantasie, ja gut, ich habe schon mal ein Meeting erlebt oder ich habe schon ein kostenfreies Webinar erlebt, da war das so. Und das stimmt. Also gerade bei kostenfreien Dingen und beim Webinar von einer Stunde, da kannst du viele geben und ganz viele sind voll dabei, aber da wird es welche geben, die schauen einfach nur so mit. Ja, jetzt muss man das aber auf eine Ausbildung, wo die Leute zum Beispiel einen vierstelligen Betrag zahlen, setzen und sich auch committen für diese Zeit. Und ja, ich bin mir sicher, es wird irgendwo irgendjemanden geben, der selbst da irgendwie nur so halb dabei ist. Nur, der wird die Prüfung auch nicht bestehen. Ne? Also, das heißt, die Prüfung ist natürlich so designt, also zumindest bei mir, dass wenn du wirklich immer da warst und wirklich dabei warst, sie eigentlich ziemlich leicht ist. Ne? Weil die Fallbeispiele dann simpel zu lösen sind. Wenn du nicht dabei bist und zum Beispiel nur aus dem Skriptum lernst oder aus Videos, ist es brutal schwer. Ne? Weil ich nicht dieses Wissen im Sinne von, ja, kann ich es nacherzählen oder kann ich es verstanden abprüfen, sondern eher so kann ich es anwenden. Und das ist natürlich ein größerer Gap, den du nur durch Üben und durch Dabeisein halt gewinnst. Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil, hat aber auch, kann aber auch gut genutzt, gut utilisiert werden vom Trainer, beziehungsweise kann man den auch gut ausmerzen und so stark, wie es kommuniziert wird, ist es meines Erachtens nicht. Aber ja, natürlich ist es so, dass man in Präsenz vielleicht manchmal nicht zu der Veranstaltung fährt und bei Online sagst, okay, ich klinke mich mal noch schnell ein. Ja, also das wird es geben, aber wenn das jetzt öfters passiert, dann wird diese Person kein Zertifikat bekommen und da frage ich mich, okay, warum sollten wir es dem verwehren, dass er dabei sein kann, wenn er nur halb dabei sein will? Ich hatte das kürzlich auch bei einer Ausbildung, die ich nicht gegeben habe, sondern besucht habe, in der traditionellen chinesischen Medizin. Ich war total dankbar, dass ich mir dann manchmal die Aufzeichnung anschauen habe können. Ja, ich meine, da geht es jetzt mehr um Inhalte, da geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie jemanden hier so akupunktiere. Das war nicht Ziel dieser Ausbildung. Da war das sogar super, kann ich in doppelter Geschwindigkeit hören. Ja, das ist für mich auch angenehm. Hier kannst du mich zum Beispiel jetzt auch in halber Geschwindigkeit hören, wäre vielleicht auch angenehmer für den einen oder anderen. Ja, im Gegenteil, ich erlebe sogar so, dass die Teilnehmer mehr State-Management machen. Jetzt kommt ein großer Vorteil von Online, dass es so ist, dass du bei Online-Seminaren in deiner gewohnten Umgebung meistens zumindest, nicht immer, aber in allermeisten Fällen zu Hause oder wie auch immer, lernst. Und dieser Praxistransfer ist meines Erachtens viel besser, schneller. Also die lernen Anker in dieser Umgebung, ankern sich hier selbst und dann ist es so, dass die Leute halt öfter diesen Anker verwenden, dann sind sie natürlich auch besser. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, sie lernen immer wieder State Management, immer wieder, hey, achte auf deinen Zustand, ja, du musst nicht direkt immer vor dem PC sitzen. Ja, ich sage den Leuten auch, mach die Kamera aus, das wird jetzt manche Präsenztrainer schocken, und kümmere dich um dein State Management und dann komm wieder. Und viele machen das, ja, und dann geht es ihnen besser, dann lernen sie schneller und dann lernen sie besser. Und jetzt kommt aber der viel wichtigere Bonus. Die Leute machen das auch noch ein, zwei Jahre später nach der Ausbildung. Und ich habe schon Präsenzleute gehabt, die haben eine praktische Präsenz gemacht, waren dann im Master bei mir, das sind LP Master, das sind so die verschiedenen Stufen, die wir haben. Und die haben dann gesagt, hey, ich habe erst jetzt gecheckt, was State Management ist, wie man das macht und wie oft man das machen kann, soll, muss, darf, damit es wirklich einen Impact hat. Das heißt, die hatten im Practitioner Präsenz schon alles gelernt. Und natürlich, der Transfer ist ein bisschen schwieriger. Und deswegen ein großer Vorteil, auch bezüglich Konzentration, weil die Leute von Anfang an mitbekommen, hey, du bist selbstverantwortlich. Und ja, natürlich wird es einzelne Teilnehmer geben, die das nicht so gut nutzen und bei denen das nicht so gut gelingt. Das stimmt. Ja. Aber auch da wieder, wenn ich das mit Präsenz vergleiche, es gibt auch Präsenzteilnehmer, ja, die manche der Angebote nicht so gut nutzen. Ne? Also ja, das gibt's. Ja, da kann man nichts machen. Trotzdem glaube ich, dass beide Präsenz und Online bei der Prüfung zum Beispiel nicht durchkommen würden. Und dann hat man durch Siegel oder Nicht-Siegel, also durch Zertifikat und Nicht-Zertifikat sichergestellt, die Qualität ist da. Und ich finde es vollkommen okay, dass jemand kein Zertifikat bekommt und trotzdem bei der ganzen Ausbildung dabei sein darf. Also wo ist das Problem, wenn jemand nicht diesen Anspruch hat, das wirklich vollumfänglich zu begreifen, sondern einfach nur ein bisschen was mitbekommen möchte, ist doch super. Spricht doch nichts dagegen. Ja, vierter Grund, der oft genannt wurde, ist durch die fehlende Kaffeeküche, ist dieses informelle Lernen. Also dieser informelle Lernraum, der kann nicht genutzt werden und deswegen funktioniert es online nicht. Ja, schwierig. Also klar, wenn es jetzt ein Smalltalk-Kurs ist, wo es darum geht, in der Kaffeeküche gut zu smalltalken, ja, wobei auch dann, nee, Blödsinn, vergiss das. Also
verstehe ich nicht. Also erstens mal, die Kaffeeküche kann man simulieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, du machst einfach die Räume auf in der Mittagspause, in den Pausen. Oder was besser funktioniert meines Erachtens, wenn du es wirklich machen möchtest, und jetzt, ja, kommt auf den Kurs auch darauf an, dass man die Kaffeeküche aufmacht und Leute automatisch zuteilt. Es gibt auch schon verschiedene Programme, wo das noch leichter ist. Die Leute können auch wechseln und so. Und dann können die genauso tratschen. Wenn sie das möchten. Abgesehen davon ist es so, dass die Leute ja in Peer Groups sind und da haben sie genau diese Kaffeeküchenatmosphäre. Ja, da tratscht man, smalltalkt man und so weiter. Jetzt, ich verstehe schon, so, dass man bei der Kaffeeküche steht und gerade zufällig jemand neben einem steht und mit dem man zufällig ein Gespräch anfängt, ist online, wie gesagt, möglich, aber ist offline wahrscheinlich ein bisschen leichter, vor allem wenn man online nicht kennt. Ja, also wenn man online das Setting noch nicht kennt und dann in den Raum reingeht und so weiter, das stimmt natürlich. Ja. Aber abbildbar ist es und man kann es sogar bewusst einbauen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist aber für mich so grundsätzlich die Frage, was ist der riesige Vorteil davon? Also natürlich, wenn man das mag und diese Atmosphäre mag, super. Aber jetzt im Sinne der Qualität, ja, also was soll da denn besser sein? Ja? Also nehmen wir an, jemand hat 10-mal gequatscht in der Kaffeeküche und ist 10-mal zu spät gekommen zum Seminar, hat er jetzt mehr gelernt als jemand, der nicht gequatscht hat und immer pünktlich war? Also vielleicht ja schon, vielleicht ist da irgendwo was dabei, kann ja wohl sein, aber grundsätzlich, das ist die Voraussetzung für eine gute Ausbildung, würde ich sehr in Frage ziehen. Ich kann mir vielleicht ein paar Punkte nennen, was meines Erachtens gute Voraussetzungen sind, damit das Seminar oder die Ausbildung gut wird. Viel üben, 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 üben. Das ist online, hast du in derselben Zeit mehr Übungsmöglichkeiten, weil es schneller geht, weil durch die Zuteilung geht es schneller und weil auch ein paar andere Sachen deutlich schneller gehen als offline. Ja. Und dadurch hast du einfach mehr, also kannst du in weniger Zeit mehr machen. Also wenn ich mein Online-Seminar auf Präsenz übertragen würde, müsste ich die Zeit mehr Präsenz ausdehnen, um das selber machen zu können. Das ist einfach so, also um dieselben Inhalte zu bringen, brauche ich einfach Präsenz mehr Zeit. Es liegt nicht daran, dass ich Präsenz langsamer rede, es liegt daran, dass Präsenz einfach ein anderes Setting ist und da vieles langsamer läuft. Es geht einfach aufgrund von Gruppendynamik und anderen Dingen, sind es einfach Nachteile, die da sind. Jetzt ist es so, dass Üben machen die in Peer Groups und es ist einfach so, dass in Online die Leute deutlich mehr üben. Also unser Rekord liegt bei 40 Übungsgruppen in 7 Monaten bei einer einzigen Ausbildung, die Person gemacht hat. Aber der Standard ist, also der Durchschnitt ist irgendwo so bei 10 Übungsgruppen. Ne? Und Präsenz ist es halt meistens so, dass die Leute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal üben. Ne? Also manchmal vielleicht auch 10, aber wie gesagt, 10 ist jeder Durchschnitt, nicht das Maximum. Jetzt ist es so, ich hatte in meiner praktischen Ausbildung auch mal online angeboten, also gesagt, machen wir es mal auch online, das haben die Leute dann auch gemacht, aber es war schwer. Ja? Und jetzt vielleicht generell die Frage, warum üben die Leute in Präsenz weniger, sind die fauler? Nee, es ist einfach viel aufwendiger. Es ist viel aufwendiger, sich in Präsenz zu treffen. Dann könnte man sagen, ja gut, aber die Präsenzleute könnten sich ja online treffen. Ja, das stimmt, aber das machen die nicht. Das haben wir auch schon immer angeboten. Und also nicht immer, aber haben wir auch schon angeboten, das wird kaum genutzt. Jetzt Leute, die schon online gemacht haben, vielleicht noch eher, ja, aber es wird einfach nicht genutzt. Das heißt, theoretisch, ja, es wäre möglich, in Präsenz das zu machen. Nur der Unterschied ist, wenn du online machst, die Plattform schon kennst, schon eingeloggt bist, ja, dann ist es nur noch ein Klick und du kannst dich online treffen. Für jemanden, der in Präsenz ist, der müsste sich vielleicht erstmal damit beschäftigen, der müsste sich vielleicht eine Software installieren oder für den ist es eine riesige Hürde, sich online zu treffen. Ja, und deswegen macht das nicht. Und deswegen hat er weniger geübt und deswegen ist er von der Qualität her wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie jemand, der online hat, einfach deutlich mehr geübt hat. Ja. Also das sehe ich einer der größten Vorteile von online. Ja? Also wie gesagt, auch da gibt es die ganzen Spielraum. Ja? Also gibt es auch Leute, die einfach sehr wenig üben, die sich vielleicht nur 8-mal getroffen haben oder das wenigste, glaube ich, ist 6-mal. Ja, aber ist immer noch besser als 0-mal, ja? Was ich in Präsenz auch schon erlebt habe. Ja, gibt es sonst noch einen Punkt, das waren nicht 4 Punkte, die oft kritisiert wurden. Wie gesagt, meines Erachtens überwiegen die Vorteile in diesem Format deutlich. Wie gesagt, Massagekurs online, klar, ja. Wird es auch wahrscheinlich irgendwann mal Möglichkeiten geben und mit 3D-Hologrammen und was da nicht alles noch vielleicht kommen wird, kann man auch kritisch sehen, verstehe ich auch, ja, also ich würde auch nicht alles bevorzugen, also auch nicht alles ummünzen, ja, auch ein Tantra-Seminar kann man sich wahrscheinlich, ja, wobei, da wird es wahrscheinlich sogar passen, ja, ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall dort Grenzen, aber jetzt für Persönlichkeitsentwicklung, ja, also die Idee, dass online dieser Raum nicht entstehen kann, der hat wahrscheinlich online noch nicht gearbeitet, also viele Menschen haben geweint, geheult, also starke Emotionen gehabt und die kann man online begleiten. Ja, es braucht natürlich diese Kompetenz auch diese Online-Kompetenz. Ja, natürlich macht man bestimmte Dinge. Ja, es hat auch schon Leute, die
suizidale Tendenzen dann hatten, jetzt nicht in der Ausbildung, aber im Coaching. Und natürlich muss man da bestimmte Voraussetzungen schaffen für Online. Aber ja, also gibt ein anderes Beispiel, um diese Denkweise vielleicht mal rauszunehmen. Echtes Beispiel aus Österreich. Da klärt ein Coach die Suizidalität ab und sie ist positiv. Sprich, ja, der möchte, wird sich umbringen und so weiter. Und dann war klar, hey, gut, in dem Fall müssen wir die Polizei rufen, beziehungsweise hat sie ein Taxi gerufen, damit er in die Psychiatrie. Also auf jeden Fall war klar Zwangseinweisung. Beziehungsweise in dem Fall, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es eine Zwangseinweisung, ob die Person dagegen geredet hat oder ob sie sogar zugestimmt hat, sondern es keine Zwangseinweisung, sondern Einweisung auf jeden Fall, weil einfach ganz klare suizidale Anzeichen. Dann hat die Person den Raum, also der Coach den Raum verlassen, angerufen. Und in der Zwischenzeit, da das im, weiß nicht, 12. Stock war, hat sich die Person umgebracht. Jetzt würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das ist aber der Gedanke von manchen, Coaching darf man nur im ersten Stock anbieten. Das wäre ja die Lösung, weil im ersten Stock kann man sich nicht umbringen, Coaching geht nur. Nee, das wäre nicht die Lösung, sondern die Idee, also dieser Coach und auch viele andere, kann man dankbar sein in der Hinsicht für das Fallbeispiel, werden diesen Fehler nicht machen, weil jetzt weiß man, okay, verlass den Raum nicht. Bleib bei der Person, ja, wenn sie wirklich akut suizidal ist. Ja. Jetzt kann man sagen, hey, online hat einen Vorteil, weil da ist es so, dass die meisten ja wahrscheinlich nicht im 12. Stock leben. Ja, also zumindest die hetzen. Blödsinn, Leute. Also bereite dich vor für dein Offline-Event oder für dein Online-Event und alles hat Vor- und Nachteile, aber man muss es halt gut nutzen. Ja. Und das ist so meine Botschaft. Das heißt, wenn du sagst, boah, bist neugierig, online vielleicht, ja, geht doch. Oder du möchtest auch unterrichten, ich mache auch eine Online-Didaktik, Mini-Ausbildung, das ist vor allem für Menschen, die schon viel Erfahrung haben oder Präsenz zumindest Erfahrung haben, vielleicht auch die weniger Erfahrung haben, aber die einfach diese Übersetzungsarbeit, die man durchaus leisten muss. Und wenn du da eine Abkürzung haben willst, kannst du mal schauen, da ist unten was verlinkt. Auch wenn du mal eine Online-Ausbildung erleben möchtest, dann schreib mich gerne an oder schau auch unten, was da verlinkt ist an Ausbildungen. Da ist viel mehr möglich, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Und vielleicht, so ging es vielen meiner Teilnehmer, magst du dann online mehr als offline. Ja, das gibt es durchaus. Es gab auch Leute, die sagen, das ist so angenehm, man muss nicht ständig mit Leuten quatschen, man kann sich wirklich auf die Inhalte fokussieren. Ja. Also auch solche Menschen gibt es und die sehen halt darin den Vorteil. Ja, in diesem Sinne mal ein bisschen ein längeres Video zu dem Thema, weil es einfach auch für manche brandaktuell ist. Und in diesem Sinne sage ich, in dem Fall, ich nehme es gerade kurz vor Weihnachten 2022 auf, sage ich schöne Weihnachten, auch wenn du vielleicht das gerade im Sommer hörst. In diesem Sinne, bis dann. Ciao dir. Tschüss.